Dann. Mach zuerst das mit den Rekruten. Das ist beides derselbe Ort, also von daher. Und dann müssen wir jetzt erst zu den. Zu der Mine zurück. Die hier irgendwo war. Ich dachte, das Ding wäre hier mit den Rekruten. Nö, das ist beides hier hinten. Erst im nächsten Gebiet. Weißt du, man kann Autospawn hier rausfahren, aber andersherum geht's nicht. Ja. Und man kann da auch nicht rein. Nö. So, ach, da ist der. Oh, wow. Na gut. Hallo. Mount Scarab Research Center. Alles klar. Dip, 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 dip. Bring mir die Blutprobe, damit ich das Gegenmittel herstellen kann. Ich freue mich schon, mal wieder ein menschliches Gesicht zu sehen. Ja, okay. Ist jetzt einfach nur hier lang. Will man hier runterfliegen? Ich glaube nicht. Über oder unter uns ist eine Quest. Ich denke mal unter uns. Ja, hier ist eine Leiche. Ach ne, ein Echo. Und eine Leiche. Du hast eins von Colonel Hectors Echos gefunden. Hör es dir an. Mal sehen, ob du etwas über Pandoras Wurzeln herausfindest. Hier spricht Colonel Hector von der DAL 191. Die Unternehmensführung hat unsere Mühen anerkannt und uns eine Rückzugsstellung abseits des Kampfgeschehens versprochen. Heute habe ich die Position unseres neuen Postens erfahren. Die Bosse sagen, es sei ein Paradies. Der Planet heißt Pandora. Klingt nett. Also das Kammersymbol ist echt mies versteckt. Oh mein Gott. Hui. Wir haben bisher immer nur zwei in jedem DLC gefunden, ne? Ja, gefühlt schon. Da muss auch nie danach umgeblickt, wirklich, jetzt von daher. Nein. Hier, viel Spaß. Stirb. Deine Lachnummer. Oh ja. Irgendwo unter uns. Ist das Echo? Bitte schön, Geschütz. Viel Spaß ohne. Alter, mein Spiel leckt nochmal ganz kurz. Mal ganz so kurze Frame. Ja, merke ich. Die Probleme habe ich nämlich dann auch. Granate wird geworfen! 0 FPS für eine Sekunde oder so. Echt seltsam. Cassius, du skecksaugender Verräter. Du hättest deinen Platz im Paradies haben können. Aber bei Neu-Pandora ist kein Platz für Feiglinge. Mal sehen, wie lange du den Atem anhalten kannst. Nein! Dieser Wahnsinnige pumpt das Gas direkt in die Anlage. Ich kann das verhindern. Sekunde. Eindämmungsfehler. Notsperrung gestartet. Ja. Hallo, machst du mal die Tür auf? Ach, da. Sollte noch sicher sein. Komm zu mir, Kammerjäger. Hier macht die Schestür auf. Kontamination abgeschlossen. Danke, da ist ein Echo. Wir haben Pandora fast erreicht. Ich vermisse die Aufregung im Kampf, das Flutbecken muss halt auf 5 bei 7, wie wir die Arschlöcher auf Eben 6 bei Skala Myrte zurückgedrängt haben. Aber es ist das Beste für meine Männer. Die glücklichen Bastarde schwärmen ständig vom Paradies. Grüne Hügel, trinkbares Wasser, nicht von Krallen zerfleischt zu werden. Ich fange fast schon selbst an, daran zu glauben. Pandora, wir kommen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht beantworten. Das nächste Echo ist oben. Da. Jetzt hoffen die Echos überall zu verteilen und einen Einerschlitz zu haben.
Müssen wir wieder hier raus? So viel kann man hier nochmal raus. Oh. Gott. Oder ist es. Ist es sogar noch höher? Das heißt, es ist hier auf der Ebene. Okay. Es ist noch höher. Es ist direkt über uns. Ja. Kommt man hier rauf? Ich glaube nicht. Nee. Hm. Außer vielleicht mit der Waffe. Nee. Und unsichtbare Wand. Vielleicht später hin. Ja. Denke ich auch. Oder? Nee. Ja. Irgendwo über uns. Hm. Wäre irgendwie logisch, wenn das Elvende mal wieder zurückgehen müsste für das nächste Echo. Das wäre irgendwie komplett gegen das Spiel, was es vorher mal gemacht hat. Ja. Ja, ich glaube mal, hier kommt man nämlich hoch. Ist eine Notkonsole. Von dort aus kannst du das restliche Gas ablassen. Da. Sehr gut. Jetzt kannst du weiter. Ohne, wie mein Bro Vaughn sagen würde, zum Pflanzenmonster zu werden. Das wäre ein echt trauriges Schicksal. Bro Vaughn. Ah ja. Die bewaffneten Wachen. Kümmer dich doch bitte darum. Der ist doch infiziert jetzt. Stirbt daran, bevor er ins Rezept gehen kann. Wahrscheinlich. Irgendwo. Ah. Ja, nie ist klar. Wenn das hier das Paradies ist, dann bin ich ein einarmiger Jabberwohn, der sich den Arsch auf den Mond kratzt. Kaum haben wir einen Fuß auf diesen Scheißhaufen von einem Planeten gesetzt. Fatal. 191 zu einer Bergbautruppe am Mount Scarab gemacht. Kein Paradies, aber wir kommen klar. Die Jungs waren kurz davor, einen eigenen Krieg anzuzetteln, aber ich habe ihnen gesagt, Bergbau ist immer noch besser als krepieren. Wer es glaubt. Dam, dam, dam. Werfe Kneifrei! Ja, lass mich durch, dankeschön. Oh mein Gott, hab ich jetzt ewig gebraucht. Für was? Weißt du, woran mich das Gift erinnert? Nö. Verfäulnis. Ah. Weißt du, wenn das alles vorbei ist, nehme ich die lasziven Angebote eurer Wissenschaftlerin vielleicht an. Was ist das für ein Echo? Ein Durchbruch auf gasförmiger Ebene. Bei der Beobachtung der Bergleute hat einer unbezwingbare Dämpfe fahren lassen. Oh, wie kommt man jetzt daran? Doch noch beim Würgen und Keuchen wurde klar, dass dieser ungebetene Furz mein Weg nach vorn ist. Ich werde ein Gas entwickeln, das bei Pandoras einheimischen Sporen ein beschleunigtes Wachstum auslöst. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich sicherstellen kann, dass dieses Gas keine Wirkung auf Menschen hat. Dam, dam, dam. Vielleicht. Ah. Ja, wow. Ja. Über den Weg weitergehen. Das Blatt wendet sich. Endlich etwas Glück. Einer der Jungs hat ein glitzerndes, fremdartiges Dings gefunden. Habe es den Bossen gezeigt. Sie haben uns allen eine Beförderung und große Grundstücke versprochen. Als ich zurück war und es ihnen sagte, gab es kein Halt mehr. Wir haben ein paar Rationen aufgerissen und es uns gut gehen lassen. Wie ein Haufen bis eine Sekunde. Nein. Ja, komm zurück. Kann ich nicht. Du bist ein bücherlesender Mistkerl. Deine Dienste werden nicht länger benötigt. Was? Dahl hat seine Mitarbeiter schon wieder in unwürdiges Öde zurückgelassen? Das gibt's doch nicht. Einfach nicht bewegen. Keine Sorge, ich war dem Gas keinesfalls ausgesetzt und kann dir versichern, dass ich keinesfalls äußerst unaufrichtig verwende. Jetzt können wir das Gegenmittel herstellen.
Die goldene Waffe, Hektors Paradies. Scanne jetzt die Probe. Das Gegenmittel wird seine Sporen zwingen, sich zurückzubilden. Außerdem gewährt es Immunität gegen das Gas. Wir haben jetzt irgendeine Elektrowaffe. Okay, was macht die? Das Paradies. Oh. Keine Ahnung, die ist irgendwie. Die Peitsche auf den Rücken von Neupandora. Keine Ahnung. Wisst ihr, ich. Gage. Hier, bitteschön. Scanne Biosignatur. Ja. Ist gut, Angel Vorraum. Hallo, sexy. Oh Mist, das Blut deines Freundes wurde durch den Dekontaminationsraum beeinträchtigt. Das kriege ich wieder hin. Ich krieg das wieder hin. Es bringt nichts. Wir brauchen eine neue Probe. Für alles andere bleibt keine Zeit. Öffne den Notfall-Eindämmungsraum. Okay. Ich hatte gehofft, das Gegenmittel für mich selbst zu verwenden. Aber wir brauchen infiziertes Blut. Also habe ich eine letzte... Nimm dein eigenes. Drecksack. Ja, gut. Okay. Der will uns infizieren. Wenn du das hörst, bin ich nicht mehr da. Aber ich habe in weiser Voraussicht Anweisungen zur Herstellung des Gegenmittels hinterlassen. Nimm mir zuerst Blut ab. Gleich. Ja, und jetzt ab damit in die treffend benannte Gegenmittelmaschine. Schnell! Ich weiß nicht, was die goldene Waffe macht. Wie ist... Hä? Your favorite weapon, keine Ahnung. Ach, das noch einmal. Guck dir mal das Schild an. Action Item. Was? Action Itemized Warp Driver to Infinity Beyond. Firing an M-Shot Range Shield with fully charged. Ach, das ist sowas. Ah. Mit fully next weapon schon dieses Bonus Amp Damage. 5 plus 5000 Schaden. Ich zieh dir aber 500 Schild ab. Nee. Der CB immer noch am besten. Das zieht dir gar nichts ab. Und hier ist noch ein Alter, Groß. Was hier leckst du ja voll rum. Quatsch nicht das. Hier auf dieser Kante ist richtig die Hölle los. Ja. Das ist eine Chroma. Granate? Ja. Moin. Die ist cool. Dieses Gegenmittel wird deinen Freund retten. Außerdem macht es dich immun gegen das Gas. Ich liebe dieses Geräusch. Tja, das ist über dich hinausgewachsen. Um das Gegenmittel fertigzustellen, hat Cassius dich gebeten, ihm eine Probe von Mordecais infizierten Blut zu bringen. Du musst dir einen Weg durch die heimgesuchte alte... Was? Haben wir das schon gemacht? Okay. Das Blut dieses Mannes ist so erregend wie sein Verstand. Ich werde das Gegenmittel umgehend herstellen. Und dann wird Cassius in uns allen sein. Du hast es geschafft, Killer. Mordecai wird überleben. Erobern wir unsere Heimat zurück. Sanctuary ist noch mit der Anlage verbunden. Wir sehen uns oben. Ich würde mich nicht zu früh freuen, Raiders. Das Gas ist bereit. Das Paradies kommt. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Du musst Hector aufhalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Pandora ist gut so, wie es ist. Also man, mit der Balken geht jetzt gar nicht mehr hoch. Alles klar. Oh, und wenn du doch noch da bist, Kammerjäger, dann sag Hector, dass Cassius gesagt hat, friss meine Fürze. Oh nein, 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 sag ihm, Bücher sind abgefahren. Nein, warte, ich hab's. Ich verleihe ihm eine Medaille für die größte Deppenrakete auf Pandora. Punkt Cassius. Friss meine Fürze. Ah, schön.
Paradise Sanctum, alles klar.